Hallo Freunde der Spielkultur, wir sind zurück bei Mars Warlocks und wir stehen gerade vorm Haus von den Eltern von Irsand, was wahrscheinlich das einzige Haus hier in der gesamten Stadt abgebrannt wurde. Und wir müssen, ja, hier so ein paar Sachen darüber erfahren. Jetzt habe ich so einen kalten Windhauch bekommen, als wenn hier irgendwo ein Fenster offen wäre, mitten in der Geisterstunde. Boah, ist jetzt ganz schrecklich wieder. Zum Glück ist das kein Gruselspiel, weil sonst würde ich mir echt andere Gedanken machen. So, du kannst mir bestimmt was erzählen. Wer hat das Haus abgefackelt? Niemand. Gut, alles klar. Zurück nach Hause. Sand. Komisch ist einfach, dass es hier niemanden gibt, mit dem man irgendwie mal sprechen könnte. Man ist einfach nur hier in der Stadt am Rumlungern. Ja, Richtung Sand. Wahrscheinlich wollten die sagen Richtung Wüste oder sowas. Da sind Wachen. Ja, und die sind auch feindlich gesinnt. Ach, Schockwelle macht nur das. Uah. Der Hund greift einfach alles an, glaube ich. Ja, macht er echt? Ah, aber der macht richtig viel Schaden auch noch. So, jetzt gibt's nur noch den Hund. Ups, da hat's mal kurz gehakt. Na? Ich frage mich eigentlich, was das alles mit dem Ruf soll. Ich bin doch Flüchtling. Mein Ruf ist eh für einen Eimer. Ah, Schrott zum Durchwühlen. Ich schmeiß ihn in die Luft und lass ihn auf meine Glatze prallen. Gehen wir durch die Tür oder gehen wir hier lang? Ah, das Geile ist, durch die Tür zu gehen. Hier gibt es doch bestimmt auch wieder Wachen. Was bist du denn? Assassin's Creed for Light? Naja, immerhin, es gibt Abfall. Sitzt da einfach rum. Gibt's hier was zu tun? Nö, hier kann ich auch nur runterklettern. Ach, immer diese Monster-Horden, wollte ich schon sagen, aber gibt ja genug zu tun, echt hier. Beziehungsweise genügend Gegner zu töten. Na? Immer diese Blutungseffekte. Alle sind am Bluten. Mir geht's so schlecht.
Ich hätte wirklich mehr auf Blutungseffekte gehen sollen, weil es echt witzig. Wenn die bluten, sind die so schwach beim Rumrennen. Da kriegen die echt gar nichts mehr auf die Reihe. So, hier sieht's aus, wenn hier was versteckt wäre. Jetzt kann man bestimmt fragen, wie war es für dich, das erste Mal einen Mensch zu töten, Innocenz? Ja, ich blicke darauf zurück. Es ist viele Jahrzehnte her. Das ist 5 Sekunden her. Was? 5 Sekunden? Kann ja nicht sein. Kommt mir schon vor wie vor 8 Jahren. Und die Szene hast du auch schon 10 Mal überlebt, weil du immer wieder gespeichert und geladen wurdest. Okay. Wie du meinst. Gucken wir mal, was wir mit dem Level-Up anfangen können, oder? Ab 4 bin ich hier schon besser dran. Okay, kann nicht mehr unterbrochen werden. Schild. Energieschild haben wir jetzt. Nee, du bleibst mal schön der. Obwohl, machen wir mal auf den... So, jetzt haben wir einen elektrischen Bogen. So ist es besser. Hauptsache, ich kann Sand schmeißen. Ist ja meine beste Fertigkeit. Bin ich von hier oben gekommen? Ja, wirklich. Ich habe im Menü schon vergessen, was ich gemacht habe. Hier muss ich lang. Damit ich irgendwann in 20 Jahren wieder da bin, wo ich hin will. Zu Sand. Hallo Freunde! Licht an, Spot an. Nee, Licht aus, Spot an. So war's. Ach ja, wie man immer wieder denselben Leuten begegnet, mit denselben Gesichtern. Aber es ist halt, ne, das Budget ist halt nicht so groß bei solchen Entwicklungen, Produktionen oder wie man es auch immer nennen soll. Ich gucke jetzt mal eben, ob ich hier irgendwas verpasst habe. Nö. Dann kann ich auch weiter hier lang. Immer schön gucken, ob man nicht irgendwo noch ein Special gesehen hätte. Jetzt kann ich mich hier wieder entscheiden. Ich gehe den Basic Way. Und was ist mit dir? Erzähl mir von deinen Sorgen. Ach ja, du bist nicht Bob. Mit dir darf ich darüber nicht reden. Nur mit Bob darf ich über Sorgen reden. Eine Wache. Da ist er! Ach, mitten im Hund. Hä, warum wurde denn jetzt geslowmoed? Nein! Aua! So, jetzt haben wir noch den hier, der mich nervt. Das war's. Ach, wie gut ich doch bin, da ich hier niemanden töte. Roy, der gute Mensch, der Gutmensch, der aber in Wirklichkeit ein Technomage ist. Wisst ihr, wo Technomage auch gab? Bei diesem komischen Adventure. Das hieß, glaube ich, auch einfach nur Technomage. Das ist aber schon ewig her. Das habe ich mal zu Weihnachten geschenkt bekommen. Da war ich noch 14, 15. Da wusste ich, da kannte ich das Spiel nicht. Also meine Mutter hat das früher gekauft und den Händler gefragt, was denn gerade so cool und in wäre. Und da hat die mir das gekauft und ich konnte mit dem Spiel gar nichts anfangen. Obwohl es wirklich super Bewertungen bekommen und der Käufer hat meine Mutter eigentlich richtig beraten. Aber der hat halt einfach nicht meinen Geschmack getroffen. Was halt schon mal passieren kann.
Auch wenn Technomage echt gut aussah. Oder es lief nicht richtig damals. Fragen über Fragen. Ich wünschte, ich könnte schleichen vernünftig. Ein Fertigkeitspunkt. Ich glaube, die Eisenstange hat echt viel Grundschaden. Ja, da kann ich echt viel rausholen. Elektrokeule. Kann ich nicht machen. Dynamo. Schad-D-Gel-Waffe. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Schad-D-Gel-Waffe. Chance für Verwundung. Königin-Klauen-Waffe. Aber für 2 Schaden mehr habe ich jetzt keine Lust. Arbeiterkleidung. Das können wir natürlich machen. Technokrieger. Wilder Dust. Das ist übrigens das Maximum, was ich hier rausholen kann. Cool. Ich finde, ich sehe richtig geil aus, aber mein Gesicht passt irgendwie nicht mehr zu meinem Körper. Oder was meint er? Nee, passt irgendwie nicht mehr. Das ist Müll. Sehr schön. Komme ich hier nochmal raus? Danke. In your face. Ah, verdammte Hacke. Er ist elektrisiert. Ich unterstütze dich. Aua, mir hat ja einer in den Rücken geschossen. Komm, Vorsicht, ich will nicht versagen. Komm. Nein, das gibt's nicht. Boah, Gott sei Dank hat der den noch ausgeschaltet. Gib es doch nicht. Hätte ich vielleicht doch auf Schadensreduktion eher die Rüstung umbauen sollen. Nein, ich will den nicht erledigen. Ich erledige keine Menschen. Nur Fische. So. Ich sag mal so. Die Leiter sieht so aus, wenn ich die benutzen kann. Skandal, noch mehr Gegner. Ich habe keine Ahnung, was sie von mir überhaupt wollen. Are you Tenacity, the bounty hunter? That's me. I have a contract for you. A man we want to find. And consider it done. What's his name? His name's Temperance, but he calls himself Roy. He refuses to join us. He's a renegade. You must be careful, it's said that he's armed. Armed? You think I usually go after Boy Scouts? Anyway, I know this Roy. I didn't know he was a renegade. We even worked together back in the day. Tough guy. I mean, it's gonna cost you. Name your price. We can't let this man walk free. And if he dies, we'll only be grateful. All right, I'll be back with his body in a bit. Now get out of here. Just stench is pissing my dog off. Es
Sorry, wenn ihr meinen Chip jetzt gehört habt, den ich gegessen habe, aber ich verhungere gerade hier beim Sitzen. So. Also, jetzt haben sie einen Kopfgeldjäger auf mich angesetzt. Da wollen wir mal sehen, was hier abgeht dann noch, ne? Ah, da oben ist auf jeden Fall ein Questgeber. You all right? Not good. I feel like an idiot. I know everyone loses their parents someday, but the ones who did it at least. But yeah, as soon as the government started doing all that bullshit, some kind of resistance. So let's go see. All right. But I figure those guys didn't open up a store with resistance. I know this girl, name's Charity. She knows everything going on in the city. So, let's go. Yeah, we'll go. But we gotta think about finding a place to hide too, you know? I had a place not far from here. We'll see if it's still all right. Das hört sich nach einer Idee an. Ja. Ach, Sand ist das Abendviertel. Ach, das Armenviertel. Boah, es ist schon spät. So, dann kommen wir zu einem nach Tierville oder da unten eine ungewöhnliche Bar. Wir gehen erstmal nach da oben. Da scheint es nämlich auf jeden Fall einen relativ relevanten Typen zu geben. Und da hier Mutanten vorne stehen, kann ich mir glaube ich schon denken, wer das sein wird. Am Ende. Toll, hier ist schon mal nix. Das ist nämlich der mit Mutant, dem ich früher geholfen habe, bestimmt. Beziehungsweise der mir auch geholfen hat. Nee, doch nicht, ist irgendein Mensch. Tranquility. What's wrong? This city is a fucking nightmare now. You can't go 3 feet without a patrol stopping you. There's a checkpoint up ahead. They're stopping everybody. And I would just get my papers stolen. There any way around the checkpoint? Not to where I'm going. There's always a way to get replacement papers, of course. But the guy who does them is kind of hard to find, you know? The authorities are on it. You said something about a guy who does papers. Wouldn't know where he hangs out, would you? Ist schwer zu finden. Ja, sag mir mal, wo der ist. But look, I'll tell you if you get ID for me too. Und höre einiges. Yeah, okay, I'll get some for you. So, where can I find him? Thanks, buddy. He's hiding out in the north neighborhood, where the gangs run the place. You be careful, it's pretty hot there. Warum wird jeder angehalten? Why check everyone? Well, I guess it's because of politics. I probably shouldn't say this to someone I don't know. But the Technomancers didn't make too many friends when they took out the militia. Now there's a resistance. Aha. Guys against the authorities. That's why we got all these checkpoints. That and because it seems there's some guy in town who's on the run. I even heard that the Technomancers hired a bounty hunter to track him down. But, well, you know. Anyway, none of it's good for business. Roy? But that's... Shh. Later. Oh, da unten ist... Du sagst, dass deine Eltern bei der Miliz waren. Yes, my father got wounded in combat a long time ago. But he didn't want to stop fighting. So when the militia started, he and my mother joined up. Eine noble Ansicht. Except I get the impression the militia isn't around much in these parts. Maybe they all retired when they announced the war. Well, that'd be strange. The militia is still useful. Come on. Hallo, ich will eigentlich mit dir reden. You seem to be only thinking about the resistance. Why? I see what you're getting at. They can't bring my parents back, that's for sure. I see. Ach so, du willst in die Fußstapfen deiner Eltern treten und gut ist.
papers? I was a prisoner in an abundance camp and I managed to escape. Versuchen wir dasselbe nochmal. Do I look stupid? Come on. You can tell me all about your bullshit at the station. Ach verdammt. Na, was ist denn mit dir hier oben los? Oh, 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 oh. In der Schräge kämpfen ist scheiße. Der liegt hier, als wenn er schlafen würde. Da müssen wir noch nicht hin. Dann können wir uns mal kümmern um die falschen Papiere. Oh, Abfall. Abfall, 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 Abfall. Yippie! So. Das war's auch schon wieder für heute. Dann gucken wir nächstes Mal, dass wir die gefälschten Papiere besorgen und den Barmann. Ja, ein Barmann ohne Papiere, falsche Papiere. Na, kümmern wir uns darum nächstes Mal. Also, bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao!